Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 4. Ja, unserem Haupt-Let's Play endlich mal wieder auf dem verbuggten Grundstück des Todes. Kati, guck mal. Steh mal auf und kannst du sie mal bitte baden gehen? Stopp, 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 stopp. So. Eva baden. Geht das? Das will ich jetzt sehen. Und Don, du kannst irgendwie auch nichts essen. Don kann nichts essen. Okay. Das geht auch nicht, Leute, denn ich habe einen Kommentar bekommen, dass dieses Grundstück verbuggt sein soll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich packe meine ganzen Pflanzen jetzt erstmal wieder ein. Und werde mich wieder verpieseln, denn das sehe ich nicht ein. Ich werde jetzt nochmal umziehen im Haupt-Let's Play. Ich hoffe, dass wir das endgültig jetzt haben. Ansonsten habe ich keinen Bock mehr, diese Familie zu spielen. Dann endet das hier bei dieser zweiten Generation. Finde ich persönlich halt voll scheiße, dass das jetzt so ist. Ist aber leider so. Ich kann da jetzt auch nichts mehr dran ändern. Wir müssen nochmal umziehen. Ich packe alles ein, was wir hatten. Werden unser Haus wieder verkaufen. Ey, ich bin wirklich... Ich bin sehr enttäuscht. EA, was soll das? Ich bin wirklich gerade enttäuscht. Vor allen Dingen, weil ich wieder umziehen muss. Was zum Geier soll das? Ich ziehe jetzt gerade das zweite Mal in Folge um. Das ist nicht cool. Ah, guck mal, ich habe hier sogar noch was an der Wand hängen. Oh, ich habe hier noch die ganzen Gardinen. Nein, ich wollte einfach nur die Wand hochmachen. Guck mal, eine Geburtsurkunde, die muss mit und das muss mit und das muss mit. Ich bin sehr enttäuscht, wirklich. Ich habe mich gefreut, jetzt hier zu spielen, hatte gehofft, dass mit dem Update jetzt sich irgendwas geklärt hat. Aber laut Honeyball zum Beispiel ist jetzt auch noch, sind nur noch mehr Bugs in das Spiel gekommen, wie zum Beispiel Überschreibungen von Speicherständen. Weil, weiß ich warum, ist halt einfach so, finde ich sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt so viele Fehler mit reingekommen sind. Echt, finde ich sehr, sehr traurig. Mal den Teppich nehme ich auch mit und das nehme ich mit und das nehme ich mit und das nehme ich mit. Wir haben nicht mal in diesem Haus spielen können und ich finde das Haus wirklich sehr schön. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einfach nur das hier. Ich muss jetzt... Oh, das ist so mühsam, wieder alles einzusammeln, nur um jetzt wieder auszuziehen, weil wir gerade eben eingezogen sind. So wie... Was zum Hölle? Was zum Hölle? Was zur Hölle, ey, ganz ehrlich. Finde ich richtig mies. Ich finde das gerade richtig scheiße, Mann. Ich bin voll angepisst. Oh, das ist gerade echt voll der Müll. Wollte ich gar nicht so. Ich nehme alles mit, ich sehe das nicht ein, weil ich habe ja auch nicht unbegrenzt Geld und bei jedem Umzug verliert man auch noch Geld. Bekomme, was da wolle. Ist halt einfach so, ist ein Fakt. So, dich nehmen wir auch noch mit. Keine Sorge, du wirst noch mitkommen. Oh, mein Gott, Alter, das ist wirklich nicht cool. Ich fand das Haus so schön. Ehrlich jetzt, ich fand das Haus richtig schön. Oh, da hängt noch voll viel Kram. Eine Klopapierrolle zum Beispiel, die darf man nicht vergessen. Hallo, 60 Cent eine Rolle, das ist schon viel. Hinterher hat man die 60 Cent nicht mehr. Man weiß ja nie, ne? Guck mal, hier noch ein Handtuch. Und da noch so ein Regal. Hier noch Vorhänge. Ich bin so enttäuscht, dass das jetzt echt nicht ging. Ich habe gehofft, dass es jetzt irgendwie doch was geändert hat. So. Wisst ihr, wie ich meine? Nein, hat's nicht. Schade, ey. Egal. Irgendwann mal, wenn sie sich dazu entschließen, beschließen, dazu entscheiden, wie auch immer,
dieses Grundstück vielleicht zu reparieren. Kommen wir zurück in dieses Haus, aber jetzt erstmal nicht. Da habe ich auch die Schnauze voll von. So, das hier noch da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Das Kind, das nehmen wir ja so mit, also mit dem, wie heißt's? Mit dem Bett. Das kommt ja immer automatisch mit. So, dann nehmen wir hier die beiden Teppiche noch mit. Und dann hätten wir, glaube ich, auch schon alles, ne? Bis auf das Futter hier. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir ziehen schon wieder um. Haushalt umziehen lassen. Komm, wenigstens das muss jetzt hier funktionieren. Ansonsten krepieren wir gleich alle. Ja, ruf bitte an. Dankeschön. Ach, jetzt isst du? Nö, nö. Wir ziehen trotzdem um. Ich möchte die neue Nachbarschaft unbedingt. Ich möchte hier auch wirklich bleiben in der neuen Nachbarschaft, aber naja. Wir haben jetzt 31.000 Simoleons. Davon leisten können wir uns nicht wirklich viel. Schade, eigentlich. Können da rein theoretisch einziehen. Können auch hier rein theoretisch einziehen, wenn es nicht so teuer wäre. Bin gerade am Überlegen, ob wir einfach das nehmen sollen. Aber das habe ich schon mit meiner Let's Play-Familie genommen. Egal, dann ziehen wir in eine andere Stadt. Weil Brindleton, falls das jetzt richtig ausgesprochen war, Brindleton Bay, wie auch immer, werden wir dann einfach mit meiner Hund- und Katzen-Let's Play-Serie erkunden. Und wir werden dann einfach Newcrest, Magnolia, nee. Wir ziehen einfach nach Windenburg, komm. Da waren wir, glaube ich, auch bis jetzt nur einmal. Ich glaube, das ist sogar unser Haus, kann das sein? Windenburg ist ein schönes Städtchen. Hier waren wir wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir hier aktiv gespielt hatten. Ist halt jetzt unser neues Haus. Haus, unsere neue Stadt, wo wir uns wohlfühlen werden. Ich möchte nichts selber bauen. Ich möchte dieses Häuschen haben und es eventuell ausbauen. Ich möchte es bitte nicht möbliert haben. Möbel behalten, ja. Okay. So. Egal. Wenn das jetzt laden würde, genau, dankeschön. Ist nicht schlimm, dann erkunden wir halt in unserem Haupt-Let's Play nicht diese Stadt von Hunde und Katzen. Das machen wir dann in meiner Hunde- und Katzen-Let's Play-Reihe. Ach, ja, was ein Stress. Ich hoffe, hier funktioniert alles. Diese Stadt ist nämlich ein bisschen älter, deswegen hoffe ich, ich gehe davon aus, dass das funktioniert, ne? Ich laufe Amok wirklich, wenn das nicht geht. Ich würde sagen, wir machen ein geteiltes Kinderzimmer. Hier. Hier machen wir ein Schlafzimmer hin. Hier kommt die Küche rein. Ne, wir machen hier ein Bad. Wir machen hier das geteilte Kinderzimmer. Hier machen wir das Schlafzimmer. Hier machen wir das Wohnzimmer rein. Hier die Küche. Das passt. Oh, wir machen Wohnzimmer und Küche hier zusammen. Das ist eine Tür hier eigentlich. Ne, da machen wir hier die Küche, hier das Wohnzimmer. Das Haus kommt mir voll bekannt vor. Habe ich hier drin schon mal gespielt? Oder hat. Ich glaube, Terrafin hat in diesem Haus mal gespielt. Deswegen kommt mir das so bekannt vor. Wir machen hier dann Wohnzimmer, hier Küche, hier machen wir Schlafzimmer, hier machen wir Bad und hier machen wir dann. Ich glaube, so ist es auch gedacht gewesen. So. Erstmal hänge ich überall Lampen auf, weil das ist mir sehr wichtig. Hier eine. Da eine, hier eine. Boah, das ist wieder voll der Absturz, wenn man es so sehen möchte, ne? Sind jetzt wieder von, naja, von etwas zu nichts. So, das, was jetzt? Hallo, abbrechen. Dankeschön. So, erstmal stelle ich diesen super coolen Baum hier auf. Das muss einfach. Den habe ich nicht umsonst mehr erkämpft. Dann erstmal hier das Schlafzimmer. Was? Wo ist unser cooles Bett? Da ist unser cooles Bett. Dann haben wir da auch noch. Also die Wand passt natürlich gar nicht. Das werden wir noch anpassen. Hier kommt noch unser cooler Teppich hin.
Der super coole Sessel kommt da auch noch rein. Also, das ist echt ein. Das ist echt einen Schritt zurück hier mit dem Haus. Ehrlich jetzt. Aber ist nicht schlimm. Klein, aber fein, ne? So. Ah, du, du, du. Da machen wir mal eben kurz weiter mit dem Bad. Da machen wir hier mal das Klo hin. Hier kommt dann die. Ne, machen wir mal ganz kurz so. Machen wir mal hier die. Hallo? Machen wir hier die Wanne hin. Das ist dann halt das Klo, ne? Ja, sieht man ganz gut. Brauche ich, glaube ich, nicht so erwähnen, wie ich es gerade gemacht habe, aber ist okay. Das Braune mache ich, glaube ich, hier nicht rein. Ich glaube, ich mache aber das schwarze Waschbecken hier hin. So, und dann noch einen Spiegel dann dazu. Spiegel, hallo? Das ist ein krasser Spiegel. Dann habe ich eine andere Idee. Dann machen wir das mal doch. Dann dann machen wir das so. Hier das Klo. Hier das Waschbecken und Dusche und alles und drum und dran. Passt schon. Dann müssen wir das Katzenklo hier noch irgendwo reinbringen. Stimmt, Katze haben wir ja auch noch. Verdammt. Habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet. Ich habe übrigens den Mod installiert, ne? Um Tiere zu steuern. Ich mache da mal hier den Garten hin. So. So, noch ein Bäumchen hier und noch ein Bäumchen da. Dann hier noch so ein Fruchtdingens. Dann machen wir hier die Knoblauchzehe hin. Das sind jetzt gerade einfach nur Erdbeeren. Das finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so relevant. Ist ja auch egal. Ein Augenblick. Das ist mir zu dunkel. Entschuldigung. Darf ich bitte Tag haben? Danke. Ja, irgendwie, das passt ja auch nicht mehr alles so hin, wie ich das haben möchte, ne? Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Faktor, der mich stört. Das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen, naja, bescheuert. Machen wir mal so. Jetzt, es waren jetzt nur drei. Warum? Und so. Passt. Mal machen wir hier in das Kinderzimmer das rein. Auch wenn das total bescheuert aussieht. Ach, das ist gar nicht mehr meins, ne? Leute, ich muss einmal ganz kurz cutten. Bis gleich. So, und wieder zurück. Kurzes Telefonat geführt. Höhö. So. Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir nicht einfach ein zweites Stockwerk machen? Ich meine, spricht ja eigentlich nichts gegen, ne? Wir haben auch eigentlich genug Geld. Aber das Häuschen ist schon so ganz hübsch, wie es ist. Egal, wir machen ein zweites Stockwerk. Wir reißen die Decke ab. Oh, das tut mir gerade ein bisschen leid. Und dann bauen wir, wo bauen wir die Treppe denn am besten hin? Ich glaube tatsächlich einfach hier hin. Nee, einen Augenblick. Drehen, 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 drehen. In andere Richtung. Danke. So. Dann haben wir hier oben auch noch genügend Platz, Gott sei Dank. Guck mal, da machen wir das Ganze so. Mach daraus jetzt irgendwie nichts Spezielles. Ich mache da jetzt einfach so einen Klotz oben drauf noch. Ups, das war eins zu wenig. So. Hallo. Ja. Und so. Dann können wir ja auch rein theoretisch das Dach hier wieder hinsetzen, so wie es gerade eben war. Stopp. So, und auf der anderen Seite auch. Und dann passen wir das Ganze auch gleich nochmal an. Balkon ist diesmal, glaube ich, nicht notwendig. Und dann machen wir hier oben auch nochmal das Gleiche. So, einen Augenblick. So. Und so war das ja dann, ne? Ich meine, so war das. Dann nehmen wir hier auch nochmal schnell die Farbe. Und passen auch nochmal schnell alles an. Mal haben wir jetzt einfach ein Stockwerk mehr. Das passt dann auch alles besser. So, dann zurück an die Wände. Wenn wir dann hier hochkommen, würde ich, glaube ich, mal meinen. Machen einfach mal hier so einen kleinen Flur. So und. So.
Dann würde ich mal kackendreist sagen, machen wir die Zimmer mal so. Dann haben wir hier noch ein Bad. Hier wäre ich. Die Zimmer sind immer so längs bei mir. Ich finde das irgendwie grauenvoll. Würde ich sagen, hier machen wir ein Arbeitszimmer hin und das Schlafzimmer der Eltern teilen wir auf. In eins für das eine Kind und das andere. Und das ist das Schlafzimmer der Eltern, das ist das eine Kinderzimmer. Die Kleine bleibt dann unten. Das passt. Und die Küche und dann Wohnzimmer. Wobei, wir können dann auch rein theoretisch das hier alles abreißen. Einen Augenblick. Nur rein theoretisch können wir ja hier diesen Flur dann wegnehmen. Also jetzt rein theoretisch. Was ich auch machen werde. Dann kann ich auch das hier eigentlich wegnehmen. Und dann können wir. Haben wir hier so einen Durchgang. Ist ja auch okay. Küche, Wohnzimmer. Okay, das muss jetzt alles erstmal nach oben. Okay, wir können das auch einfach wieder zurückpacken ins Inventar. Ist auch eine Lösung erstmal. Ja, okay, obwohl die Lampe, die kann man ja auch hier hängen lassen. Vielleicht die hier dann eher so hier so rein. Okay, geht nicht. Entschuldigung, tut mir leid. Nee, geht leider nicht. Okay. Egal, haben wir hier drei Lampen drin, ist nicht so schlimm. Haben ja genug davon. Und dann machen wir das so. Dann haben wir hier, dann würde ich aber auch das alles hier jetzt wieder da reintun. Um ein bisschen Geld zu sparen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, erstmal dann die Küche, wenn wir dann schon hier unten sind. Ich raste aus, ey. Wir sind so oft umgezogen, ne? So einen Müll. Echt. Mache ich mal hier so eine. Hier machen wir dann mal das so. Ja, das klingt fair. Dann so und so. Das war's auch schon. Okay, guck mal. Dann machen wir das jetzt so. So und so. Ja, und dann brauchen wir aber da hinten noch dieses Eckteil. Und dann brauchen wir noch so eins. Und dann nehmen wir die erstmal mal da raus. Hallo? Aus. Den da rein. Den hier hin. Stopp. Den da rein. So. Und so. Nee, ich möchte den Kühlschrank nicht vorm Fenster haben. Und dann machen wir hier den Kühlschrank rein. Perfekt. Perfekte Küchenzeile, wie auch immer. So. Kommt hier das hier hin? Der Mülleimer kommt dann hier hin. Guck mal, das sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Dann haben wir hier ein Waschbecken. Dann machen wir mal hier so ein paar kleine Schränke hin. Und was kommt da noch rein? Was kommt da noch rein? Okay, gut, wir haben, glaube ich, in der Küche so an sich nichts weiteres gehabt. Dann können wir ja hier unsere Essensecke machen. Mache ich das mal so. So, so und so. Okay, gut, dann wenn man reinkommt, hat man direkt eine Essensecke. Ist nicht ganz so cool, aber ist okay. Dann unser Wohnzimmer. Wo ist unser Wohnzimmerkram? Habe ich den nicht mitgenommen? Doch, klar, da. So einen schönen großen Teppich. Dann dieses schöne Katzenlady-Sofa. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Fernseher hin. So. Und so. Warum haben wir das jetzt hier noch? Weiß keiner, okay. Dann noch hier den Sessel. Und hier noch einen hin. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr eigenwilliges Wohnzimmer. Dann hängen wir mal hier noch so ein cooles Bild auf. Und die Geburtsurkunde, die hänge ich mal daneben einfach, weil wir es können. Katzenbaum würde ich dann da auch eventuell hinstellen, wenn die Geburtsurkunde jetzt. Die Geburtsurkunde kommt dann hier zum Essbereich. Okay, voll schief, da so. Und
Mal haben wir hier so ein Katzendingsbums noch. Ein bisschen Blume rein, das ist glaube ich nicht so schlimm. Machen wir den Futternapf hin. Hab so noch ein paar Pflanzen gefunden, die wir auch noch draußen hinstellen können. Da. Und hier. Und da. Und hier. Und da. Noch mehr Pflanzen? Nee? Okay. So, dann haben wir hier das Kinderzimmer. Stimmt ja. Ja gut, viel mehr als das, was sie jetzt da hat, braucht sie auch erstmal jetzt gar nicht. Das ist ein bisschen... So machen wir das. Und dann nehmen wir noch den hier und dann haben wir hier auch das abgedeckt. Lassen wir erstmal so, weil wirklich viel braucht sie jetzt gerade ja. Sie braucht eigentlich nichts, wenn man so will. Dann haben wir hier unten schon mal alles abgedeckt. Gehen wir nach oben. Erstmal Türen und Fenster. So, Türen. Ich würde sagen, wir nehmen... Ja, die ist ein bisschen broken. Nehmen wir mal die hier. Kann ich die Tür so... Ich mache die Tür hier hin. Und da. So, und Fenster. Welche Fenster haben wir unten? Die nehmen wir auch einfach oben. Weil sonst sieht das komisch aus. Ach, da ist ein Dach vor. Deswegen kann ich da kein Fenster hinmachen, ne? So. Hier kommt noch ein Fenster rein und hier und da. Und hier und da. Und hier. So, jetzt haben wir schon mal Fenster und alles ausgesorgt. Würde ich sagen, kommt hier noch ein Kinderzimmer rein. Dann machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen typisch Mädchen. Okay, typisch Mädchen klingt ja sehr sexistisch und so, aber wir machen das mal Mädchen, sage ich mal. Das ist jetzt gerade unterschiedlich hoch hier, oder wie? Tatsächlich, ne? Nee. Hö, sieht aber so aus, okay. Dann haben wir hier noch ein Bad. Das machen wir mal grün. Und das Arbeitszimmer. Das wird dann einfach... Ne, das sieht verranzt aus. Das sieht aus einfach wie, naja, Fische. Ne, das ist mir zu bunt. Das ist mir zu schwarz. Das ist mir zu Blümchen. Das ist mir zu blau. Bin nicht zufrieden. Das stimmt. Bäumchen. Das hier. Und fürs Schlafzimmer nehmen wir dann... Nein. Nein. Das sieht schön aus, aber nein. Nee, ich glaube, fürs Schlafzimmer hatten wir tatsächlich das hier, ne? Dann nehmen wir hier für hier was anderes. Dann nehmen wir für hier... Ich habe das Gefühl, bei mir im Haus brennt irgendwas. Es riecht sehr verbrannt. Ich gehe mal gleich nachgucken. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil ich bin gerade alleine. Und niemand anders ist sonst hier. Und... Eigentlich kann hier keiner was anzündeln, weil, naja, ist halt keiner da, ne? Arbeitszimmer, ich weiß. Komm, wir nehmen das als Arbeitszimmer. Und jetzt den Boden. Boah, wir haben schon wieder so viel Geld verbraucht, ey, das ist unglaublich. Ich bin hier für da. Das hier bin ich hier und da auch. Im Bad werden wir gleich was anderes reinpacken und das Kinderzimmer kriegt was Weißes, so. Und das Bad kriegt, die hier, weil das passt gut zu dem Grün. Genau. So. Fertig, wir können spielen. Nee, Spaß. So. Hier oben kriegen wir dann einfach mal... Ach, ich habe unten den ganzen Accessoire-Kram vergessen. Hallo? Ja, das Klo passt ja oben wohl eindeutig besser. So. Wenn das schon hier so bräunlich ist, dann kommt unten das günstige Klo hin. Da. Kannst du auch das bitte drehen? Dankeschön. Und dann kriegst du auch hier unten Klopapier. Wenn das geht, auch bitte da, wo man auch drankommt. So. Ich glaube, die anderen Sachen habe ich im Haus liegen gelassen. Hm. So. Und dann hier noch irgendwie so... Da machen wir mal einen Bademantel. Und ein Handtuch. Das wird schon schief gehen. Ja, das müsste erstmal reichen. Und dann machen wir jetzt hier oben weiter. Wenn ich das jetzt mal sehen würde. Dankeschön. So, dann haben wir... Wir haben ja noch eine Dusche übrig. Eigentlich gehabt. Aber erstmal hier Waschbecken. Waschbecken mache ich mal... Nee, die brauchen... Wir brauchen da, glaube ich, eine große Wand für wegen... naja...
im Spiegel hier. Dann würde ich sagen, ich will diesen Spiegel doch nicht haben. Ich will lieber den hier. Passt viel besser dahin. Die Dusche, wo ist die jetzt? Da haben wir die Dusche. Ich glaube, oben stand gar nicht so viel mehr drin, ne? Ich glaube, das war es auch schon so gut wie. Möchte die bitte zweimal haben und da auch noch. So, ich glaube, das Bad reicht erstmal so, da wir werden gleich nochmal gucken. Schlafzimmer, genau. So. Und dann hier noch so ein. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das jetzt so. Wir drehen das Bett nach da. Und der Teppich kann von mir aus dann auch hier so liegen. So. Und dann kommt hier in die Ecke noch so ein schöner Sessel. Wie oft wir jetzt einfach umgezogen sind. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Das ist für mich immer noch so voll. Wow. What? So in dem Moment ist. Also es ist immer noch so für mich. So, like, the hell. Was hatten wir dann noch? Wir hatten noch diesen Spiegel, genau. So. Das Schlafzimmer ist dann auch soweit fertig. Ne, wir hatten noch eine Kommode, ne? Da. Wusste ich's doch. Wo soll ich die denn bitte hinstellen? Dahin oder was? Bezweifle, dass die jetzt noch da durchkommen. Einen Augenblick, machen wir mal so und dann machen wir das mal so und dann so vielleicht. Ich finde aber, wenn Sachen in der Ecke stehen, ist das viel schöner. Kann ich den nicht noch darstellen noch? Nee, leider nicht. Egal, dann stellen wir den einfach hier so leicht versetzt vor. Hat ja auch irgendwie was. Ach nee, dann setze ich den lieber in die andere Richtung, so zum Spiegel. Ja, das hat auch was. Arbeitszimmer. So, dann würde ich sagen, machen wir eine Hälfte wirklich so Arbeitszimmer richtig. Mit PC und so halt, ne? Und die andere Hälfte halt so ein bisschen so Kreativität, Sport und so etwas in die Richtung. Da kommt auch jetzt keiner mehr drauf, wenn ich das auch so hinstelle. So, und dann hier die Bank, die kommt da leider. Ey, das darf jetzt nicht wahr sein. Die Bank passt jetzt da nicht mehr hin. Einen Augenblick. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal eben kurz hier. Machen wir das dahin und das hier hin. Und dann passt das Ganze auch schon wieder. Und die Leinwand nach da. Passt alles perfekt. Ich bin einfach Tetris King. Das ist mir zu groß. Das passt da auch nie im Leben rein. So, dann haben wir einmal den Teppich so und den. Es ist aber wirklich alles viel kleiner als in dem Haus davor. Das überrascht mich gerade extrem. So, dann haben wir hier das Auto. Dann haben wir hier das Bücherregal. Hier den Sessel. Hier die Klötze. Einmal hier zum Pupu machen. Den Esstisch für kleine Kiddies, den brauchen wir ja auch noch. Das passt aber hier nicht ganz so hin, wie ich gedacht hatte. Wobei rein theoretisch kann ich sie schon so neben die Tür setzen, ne? So ist nicht. Gut, guck mal, dann kann man jetzt hier oben auch noch das hier hinstellen. Und ein bisschen was dekorieren. Möchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt so krass jetzt hier machen. Okay, das hatten wir. Ach, Lampen, genau. Hier eine rein, hier eine rein, hier eine rein, da eine rein. Und das reicht schon wieder nicht. Was eine Kacke. Und hier eine rein. So, was haben wir noch da? Den Teppich hier fürs Bad. Oh, ich glaube, der lag im Flur, ne? Ist egal, liegt jetzt im Bad. Eine Kiste hatten wir auch noch. Dann hier Spielzeug. Spielzeug von dem Kitty. Katze. Und noch so ein iPad hier. Und eine Gitarre. Stimmt, die kommt da ja auch noch rein. So. Und dann hätten wir eigentlich fast.
alles. Ich würde die bitte mal. Also vorhin finde ich jetzt persönlich hier in dem Bereich, weil hier hinten einfach nichts mehr ist, finde ich jetzt gar nicht notwendig, auch sein Bart halt. Ach genau, die Musikbox, die ist ja auch noch hier lebenswichtig. Sonst ist es ja ein bisschen leise. Jetzt mache ich mal hier die ganzen. Ich lege die jetzt einfach alle hier hin, ey. 18, oh Gott, 18 Erdbeeren hier auch noch. Muss man das alles einzeln machen? Geht das nicht irgendwie zusammen, so als ein Pack? Dann sind sie alle draußen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sehen aus wie kleine Tomaten. Sehen echt aus wie kleine Tomaten. Oh, jetzt auch noch 10 Champignons hier. Ich weine gleich einfach. So ein bisschen was von dem Rest. Also das eine Ding stelle ich gleich nochmal auf. Hier mit dem Sammeln und so. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon was haben. Ich stelle es mal hier rein. So, und dann sind wir auch soweit fertig. Aber jetzt mal ohne Mist, das sieht doch aus wie eine Tomate. Das ist doch keine Erdbeere, das ist eine Tomate. Okay, gut, dann machen wir jetzt einmal hier. Ja, ich möchte das bitte. Nein, alles bitte. Oh, ich muss das jetzt alles per Drag and Drop oder machen, oder wie? Ich weine. Ich weine. Das ist ja der Teufel, Hilfe. Boah, das ist anstrengend. ich treffe die nicht mal. Man spielt nicht mit Essen, dann die schmeißt alles auf den Boden. Jetzt hast du den Salat, hahaha. Ich möchte weinen. Ich möchte echt weinen. Hab's gleich. Da ist noch einer. Hallo. Nein! Da sind sogar noch zwei. Och, ich kotze. Da ist noch einer, ne? Ja. Erstmal alles abscannen. Hoch. Nein, ist nichts mehr. Okay. Gut. Oh, bitte geht jetzt. Bitte lass. Sag, dass es funktioniert. Geh schlafen. Und du, geh sie bitte einfach baden. Geh sie bitte baden. Übrigens, ich habe den Mod, ne? Habe ich ja schon gesagt. Ich kann die Katze jetzt steuern. Hallo? Ist das Kind komplett verbuggt jetzt? Ist das gerade jetzt dein Ernst? Ich kann das Kind immer noch nicht baden. Ich kann das Kind einfach nicht baden, oder wie? Ist das jetzt einfach kaputt? Kannst du mal die schmutzigen Windeln mal bitte wechseln? Hallo? Und danach gehst du mal bitte Eva baden. Hallo? Hier ist ich baden. Oh Gott, es geht, es geht, es geht. Oh Gott, es funktioniert. Es funktioniert. Und du schreist immer noch, ich heule. Ja, mein Gott, es dauert eben. Ich kann nicht mich um alle kümmern. So, wie geht's dir? Wohin musst du? Was ist los? Kannst du nach oben gehen und selber aufs Klo? Ist das möglich? Kann ich das bitte? Glaube, das ist zu spät. Ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube, es ist zu spät.
Ja, Don, ja, du sieh zu, das ist jetzt irgendwie ein bisschen deine Aufgabe gerade. Huch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kannst du nicht hier mit dem Ball Spielzeug krallen? Ja, mach mal. Lazy, ne? Genau. Und was ist mit dem Kind jetzt hier? Kannst du sie bitte mal aufs Töpfchen bringen? Du kannst sie doch jetzt einfach mal bitte aufs Töpfchen bringen. Dann lies sie wenigstens in Schlaf. Und Kathi, die geht's gerade irgendwie richtig beschissen. Du kannst mal bitte das Klo benutzen. Dann darfst du gern duschen. Okay, vergiss es, mach das unten. Benutz das Klo, geh duschen, geh was essen. Öffnen. Du kannst da best. Stopp. Bestakos. Vegetarier geeignet, das nimmst du dann jetzt hier. Und dann gehst du bitte bewässern. Komm. Das Ganze läuft. Das Haus funktioniert jetzt. Oh mein Gott, ich bin so überrascht. Oh, das ist so gut. Ich bin begeistert. Alles funktioniert. Das ist so gut. Ist die Katze irgendwie doof? Katze, was soll das? Katze, du musst schlafen. Schlafen. Wir hingehen am Kratzbaum kratzen mehr. Selbst pflegen, gehen, Nickerchen machen. Komm, hau rein. Du hast jetzt so einen coolen Kratzbaum. Sieh zu, nutz den. Ach, ja. Hallo, kannst du sie bitte in Schlaf lesen? Es wird Zeit. Du bist hier am Essen, ey. Lies sie in Schlaf. Und dann ist auch gut. Don, warum gibst du nach? Das Kind ist schwächer als du. Stopf es ins Bett und bring es zum Schlafen. Hallo. Hör auf. Ey, ist das gerade sein. Ihr Ernst, Alter? Die heult die ganze Zeit rum. Ins Bett bringen. Komm, jetzt hau rein. Du bringst sie jetzt ins Bett, ist das klar? Komm. Da ist auch das Bett schon. Gute Nacht. Tschüss. Ja, da, genau. Und jetzt schlafen. Und dann geht Don auch schlafen. Während Kathi sich um die Pflanzen draußen kümmert. Und dann könntest du auch mal bitte alles ernten, ist nicht, ne? Ach nee, du bist das ja nicht gewesen. Ups. Alles ernten. Guck mal, läuft doch alles eigentlich ganz gut. So, die schlafen alle. Die da unten auch. Läuft doch alles. Läuft, 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 läuft. Du kannst ein paar Zeitkapseln auch einfach öffnen. Mal gucken, was bei rumkommt. Nachdem du alle geöffnet hast, nachdem du alles hier geerntet hast. Ja, irgendwie coole Sachen und so, ne? Du kannst sehr, sehr gerne auch an PC gehen und was spielen, damit es dir besser geht. So ist nicht. Huch, wollte nicht nur den Teller haben. Katze, der geht's ganz gut eigentlich. So. Und Kati geht jetzt erstmal hier was spielen. Ich mach mal Musik hier an. So. Du kommst da durch, ne? Das passt alles. Bingo. Super. Kann man alles nutzen, passt alles. Perfekt. So, gut. An dieser Stelle bedanke ich mich für euch fürs. Bedanke ich mich für euch? Bedanke ich mich an euch. Bedanke ich mich.
bedanke ich mich bei euch. So. Bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt doch mal einen Kommentar ab oder einen Like, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Sims 4. Ja, hopp, Let's Play. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und tschüss.